Immer mehr Menschen können sich eine Mietwohnung oder eigene Immobilie nicht mehr leisten. Der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum in Städten ist knapp geworden und oft müssen selbst Langzeitmieten ihre Wohnungen aufgeben. Auch Krankenpflegende, Erziehende und Feuerwehrleute können es sich häufig nicht mehr leisten, in den Städten zu leben, für deren Grundversorgung sie notwendig sind. In den Innenstädten werden Wohnungen zunehmend zu Objekten der Geldanlage und Spekulationen der Reichen. Die Folge? Verdrängung der weniger zahlungskräftigen Bevölkerung an die Stadtränder, der Verlust von existenziellen Netzwerken und dem Zugang zu Infrastrukturen und ein Anstieg von Obdachlosigkeit. Schon der US-amerikanische Unternehmer John D. Rockefeller bezeichnet die Immobilien als die Aktien der Vermögenden. Bleibt das Recht auf Stadt also nur den Wohlhabenden und Unternehmen vorbehalten? Nein, unser Wohnraum darf nicht den Immobilienhaien überlassen werden. Wohnen ist ein fundamentales Menschenrecht, das im UN-Sozialpakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgeschrieben wurde. Es steht unter anderem für den diskriminierungsfreien Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Im September 2021 stimmten bei einem Volksentscheid in Berlin über 1 Million Menschen für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne. Schließe dich mit anderen Betroffenen zusammen, informiere dich über deine Rechte als Mieterin, hole dir Hilfe beim Mieterschutzbund und setze dich für eine gerechtere Wohnungspolitik ein. Nur zusammen können wir unser Grundrecht auf Wohnen und eine Stadt für alle durchsetzen.